nochmal und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hätte gerne ein paar Verbesserungswünsche, also Verbesserungsvorschläge, damit ich mich verbessern kann. Und wie gesagt, im Ankündigungsvideo, das ich unten verlinkt habe, erfahrt ihr alles über das Projekt. Ihr dürft mitmachen, entweder als Let's Player oder als Let's Play Mitmacher von einem anderen Let's Player. Und ja, weil der Server sollte schon, also wie gesagt, frei von anderen Lästern sein, die einfach mal online kommen und alles verwüsten oder so. Dann bitte nur mit Aufnahme und ihr dürft sonst schon irgendwas bauen oder so, aber eben, dass ihr einfach so viel aufnehmen könnt wie möglich auf dem Server, solange ihr auf dem Server seid. Also eben, ihr müsst nicht aufnehmen, aber ihr müsst aufgenommen haben oder aufnehmen, wenn ihr auf den Server wollt. Sonst, ja, ist es nicht so gut. Geht's nicht, also. Sozusagen. Also, bis zum nächsten Mal und ja, bis zur zweiten Aufnahmesession. Bye! Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Dragos Projekt. Ich bin hier kurz auf der Plotwelt und zeige euch die Grundstücke. Da dürft ihr eins dieser Grundstücke auswählen. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist dann in diesem Gebäude drin, dem Spawn-Gebäude. Hier spawnt ihr. Für neue Spiele ist das noch nicht der Spawn, aber für Leute, die dann /spawn eingeben, ist das noch hier, schon hier. Aber es wird noch gemacht und hier werden dann die Regeln stehen und andere Sachen. Das hat Kevin von dem Server gemacht und ja, Kevin ist einer der Owner auf diesem Server, also ich und er. Und ja, und M und Am zwischendurch noch. Jo, dann gehen wir kurz mal in die RPG-Welt. Da habe ich schon in meinem anderen Video gezeigt, das ist nun ein bisschen weiter. Hier fehlen noch an den Seiten die Türme. Einen Turm habe ich schon mal gemacht. Dann wird hier ein Turm sein. Da drüben zwei, dort drüben zwei und dort drüben zwei. Und dann fange ich mit der Stadt ringsum an. Und das habe ich jetzt alles ich gemacht und ich werde weitermachen. Und der Gamersucht X, der mit mir das Let's Play zu Pixelmon gemacht hat, wird dann das Rote Reich dann weiter ausbauen, außerhalb der Stadt. Und ich werde das grüne Volk nehmen. Und dann können noch zwei beliebige ein anderes Reich nehmen und später dann Bauherren an Dingen, aber eben sie müssen OP sein, um damit sie so etwas bauen dürfen, also ein Reich wirklich wählen dürfen als König. Ja, hier seht ihr ein paar Infos. Und hier drüben auch. So, hier das Rote Reich. Und das Grüne Reich. Ja, ich liebe so japanisch zu zeichnen, darum habe ich das auch mitgenommen und japanisch passt am besten zu diesem Reich. Eventuell werde ich auch ein bisschen japanisch im Roten Reich, also wenn wir im Roten Reich noch ein bisschen japanisch oder so, oder chinesisch, rot wäre vielleicht auch besser chinesisch oder so. Hier im Meer werden wir dann ganz viele Inseln machen und Schiffe überall, damit das blaue Reich dann auch ein bisschen Grundfläche hat. Aber hauptsächlich wohnen die wahrscheinlich dann auf Schiffen oder in kleinen Inselchen. Und hier beim grünen Reich werden sie hier am Strand wohnen und auch auf dem Wasser, je nachdem. Und eben das grüne und das blaue Reich sind zusammen verbündet und das rote und das gelbe Reich. Und die zwei machen mit diesen zwei Krieg. Und ja. Das ist dann der RPG-Charakter so. Und eben außer Könige und Bauherren darf niemand bauen. Das ist einfach ein pures RPG-Ding. Da spielt die halt
ein RPG, ein Rollenspiel oder ein Adventure. Könnt Adventure Maps machen oder sonst irgendwas auf den auf dieser Map. Und ja, Krieg führen. Jo, wir werden es dann so balancen, dass ihr dann recht schnell an erste Ausrüstung kommt, Lederrüstungen in neuen Reichsfarben und so weiter. Und dann bekommt ihr einen Namen vor dem Ring. Zum Beispiel steht dann bei RPG, also vor RPG oder hinter RPG, dann euer Reich in der Farbe, dem ihr angehört. Und dann seid ihr so in einer Gruppe, dass ihr eurem Reich nichts zu schade machen könnt, aber die gegnerischen Reiche angreifen dürft und so. Und die dürfen dich dann angreifen. So, das war's mit der RPG-Welt. Jetzt haben wir hier noch ein paar andere Welten. Können wir zum Beispiel noch kurz... Nein, das machen wir nicht. Die ist geheim. Die lassen wir geheim. Wir gehen nach Home House. Und da zeige ich euch kurz noch. Mein Kollege Mega Coolman hat hier ein Gebäude gebaut, das leider noch nicht sichtbar ist. Also hat es angefangen, sozusagen, hier drüben. Das ist übrigens meine Wohninsel. Habe ich einfach mal ein Bett platziert. So, hier hat es schon mal angefangen. Hier ist der Boden des Hauses. Das ist sowas wie ein Vorgarten oder so. Und er hat sich diese Insel hier genommen. Also, ich habe es ihm gegeben, sozusagen, damit er in meiner Nähe ist. Aber er wird nichts unbedingt an unserer Insel machen. Er wird eine Brücke rüber bauen, weil die sehr monoton zum Bauen ist. Und schwer wird es für mich machen. Und ja. Also, machen wir mal das Zeugs weg. Das ist nämlich alles gecheatet oder eingesammelt. Und dann können wir schon wieder beginnen mit dem Survival-Zeugs. So. Ich weiß jetzt leider nicht die Abkürzung für alles im Inventar tun. So kann man... Ja, nützt uns das aber auch nichts. Machen wir es einfach so. Ist ja gleich vorüber. So. Jetzt machen wir noch kurz Day. Und dann Game Mode aus. So. Ah, das war die Asche von der Fackel. Ja, nehmen wir hier mal ein bisschen Weizen. Ernten wir hier. So. Dann haben wir unser erstes Weizen. Damit machen wir Brot. So, so. Gut. Und hier haben wir unsere Items. Schön. Ja, Bauten brauchen wir nicht. Pflasterstein, Erde, Wasser, Nahrung. So, Weizenkörner können wir reintun. Kohle. Und sonst ein bisschen Holz. Okay. Mit dem Weizen probieren wir mal die Kühe hochzulocken. Die sind irgendwo hier unten gewesen. Genau hier. Aber das wird schwer. So, kommst du hier irgendwie rüber? Dann müssen wir probieren. Hallo, komm. Komm rüber. Mist. Das geht so nicht. Ach, komm schon, komm runter. Und da kommt sie nicht mehr hoch, das ist blöd. Da müssen wir ein bisschen improvisieren.
Sonst können wir die auch respawnen lassen. Da bin ich auch ein bisschen für Cheaten. Aber nur zwei. Machen wir das kurz. Weil sonst haben wir keine Tiere hier oben. Können nichts machen. Und was haben wir gesagt? Huhn. So. Zwei Hühner. Zwei Kühe. Spawn-Eier weglegen. Game-Mod aus. So. Und dann die Kühe. Habt ihr genug Platz? Nachzucht, cool. Ein neues Achievement. So. Dann haben wir das mal ein bisschen improvisiert. Wir haben nur ein Korn. Das ist blöd. Die Weizen sind noch nicht fertig. Jetzt kann ich euch kurz ein neues Plugin zeigen. Wir haben hier jetzt den Baum ein bisschen anschlägt, also einen Block wegschlägt, dann fällt er um. Sollte er umfallen, aber da hängt mit anderen Bäumen zusammen. Dann ist das hier ein schlechtes Beispiel. Wir machen das in der Mining-Welt. Könnt ihr sehen. Warp, Mining. So. Wenn wir jetzt hier, der hängt nicht zusammen. Dann fällt er um. Und wir haben sogar noch ein paar von diesen Blöcken. So. Ist das nicht nice? Das ist doch mal praktisch. Okay, wir gehen mal in den Dschungel. Holen ein bisschen Dschungelholz. Und mal schauen, was es so im Dschungel gibt. Das ist wieder ein Baum, der zusammenhängt. Ja, mit dort oben. Ja, sind beide. Das ist noch ein bisschen komisch von dem Motto, aber die meisten Bäume gehen, wenn sie frei sind. Dann, wenn ihr eine Baumfarm macht, macht sie nicht zu nah aneinander. Und ihr sie dann noch umfallen lassen. Also, dass sie noch umfallen. So. Jetzt warten wir kurz, bis wir Setzlinge haben. Ja. Gibt es hier Tintenfische? Ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Aber kommt, Blätter. Löst euch auf. Löst euch auf. Gebt mir Setzlinge. Trollololol. Und ihr habt einen Setzling. Wir haben kein Knochen mehr, sonst kann ich das euch nochmals zeigen. Ah, gibt noch relativ gut. Setzlinge. Oh mein Gott. So. Gehen wir einfach mal weiter. Wir haben genug Setzlinge. 3. Ja. Jo, hier können wir ein paar Blumen mitnehmen. Willst du nicht? So. Dort ist ein Schneebiom, da können wir die Fichten mitnehmen. Dann schauen wir mal, was wir eine Fichte, die ein bisschen alleine ist, nehmen können. Die würde gehen, oder? Nein, die geht natürlich auch nicht. Oh, wieso so heikel? Wäre ja eine gute Idee, wenn es nur richtig klappen würde. Autsch. Aber die Blätter machen keinen Schaden. Und die Dinger glaube ich auch nicht, die Stämme.
Ja, dann geht's halt nicht, wenn ihr mir alles zusammen. Ja, jetzt geht's. Jetzt, wo ich's nicht mehr brauche. Setzlinge. Setzlinge, wieso seid ihr so selten? Dort ist ein Setzling, aber das ist ein falscher. Wir brauchen... Oh nein, ist richtig. Sehen nur so ähnlich aus. Ich bin das Texture-Pack noch nicht so gewöhnt. So, aber der ist jetzt alleine. Auch nicht. Oh. Der ist auch nicht alleine. Ich will das umfallen lassen. Juhu. Spaß. Macht Spaß. Okay, was haben wir hier so? Die gelben Blumen können wir mitnehmen. Jetzt wieder rote, die brauchen wir nicht. Bisschen Hühner töten. Ja. Eier mitnehmen. Gehen wir lieber wieder in den Dschungel. Ich will einen Dschungeltempel finden. Mega cool, man hat gesagt, die erste Mine, die wir gemacht haben, also runtergegraben haben, genau nach dem letzten Block, hinter dem letzten Block war Eisen. Also hätten wir direkt Eisen gefunden, hätten wir weiter gegraben. Aber macht auch nichts. Das gehört zu Minecraft dazu. Bisschen Pech zu haben. So, Zuckerrohr haben wir auch, sehr gut. Und meine Ohren tun weh. Vom Drücken, das Headset ist viel zu klein irgendwie. Irgendwie bei der Herstellung von Headsets haben die Tester immer kleine Köpfe. Also ich kann nicht verstehen, dass ein Drittel von der Headsets für mich zu klein sind. Ich habe so großen Kopf, habe ich gar nicht. Mein Vater hat um einiges breiteren Kopf. Und wir haben eine Steppe gefunden. Eine Savanne. Genau, Savanne. Hui. Ja, das ist jetzt nicht richtig umgefallen. Ihr müsst nicht nur umfallen, ihr müsst kaputt gehen. Oh, das arme Schaf. Schon das Schaf. Schon das Schaf. Akazienlaub. Cool. Ich habe wirklich noch nicht viel 1.75 gespielt. Da muss ich noch die neuen Sachen zuerst entdecken. Also bin ich eigentlich, ja, ein Noob bei 1.75. Gehen wir mal ein bisschen in die Wüste. Hier hat es schön viel Sand. Leider haben wir keine Schaufel dabei und wir haben auch fast keinen Platz mehr. Dann nehmen wir nur das Nötigste mit. Und machen hier mal ein Home. Slash set home. Saf. Nein. Weste. So. Und schauen noch kurz ein bisschen um, was wir sonst noch für Sachen haben. Gehen wir mal auf den Berg hier, genau. Und schauen die Aussicht. Oh, der Dschungel ist so geil da hinten. Ja, viel sieht man leider auch nicht. Ja, ich hoffe, es werden bald die zwei, die sie schon mal angekündigt habt, aufnehmen. Ich werde reinschauen, also ich werde es verfolgen. Und ja, wenn ich es nicht vergesse, liken.
Also bei mir seid ihr sicher, ich werde euch unterstützen und ihr unterstützt mich ja eigentlich dann auch. Also ihr macht ein Let's Play von meinem Server, ihr macht ihn berühmt und ja, ich als Gegenleistung tue dann meinen Kollegen euch empfehlen und alles Mögliche. Also können wir richtig gut und berühmt werden. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir das Projekt dann nicht einfach aufgeben, wenn nicht mehr so viele zuschauen. Also das Projekt sollte eigentlich immer weitergehen. Es können natürlich dann andere Let's Playen. Also ich will vielleicht auch nicht immer Let's Playen, oder? So ein Projekt, dieses Projekt. Und deshalb können wir auch dann mal ersetzen oder so, wenn wir zu wenig Slots haben. Aber momentan ist noch relativ frei mit 4, 5 meiner Kollegen auf dem Server. Wir haben 50 Slots mal reingetan und sobald die 50 eigentlich überschritten werden, erhöhen wir natürlich. Und ja. Dann immer wie weiter, da haben wir mehr RAM, können mehr Welten machen. Wird alles viel größer dann. Und ja, je mehr ihr tut, desto größer wird es natürlich. Ihr könnt eben, wie gesagt, uns unterstützen, indem ihr die Videos schaut, die Videos liked und eventuell selbst Let's Playt, dann dürft ihr natürlich auch auf den Server kommen. Und ja, in der RPG-Welt dürft ihr dann auch aufnehmen, einem Reich anschließen und für das Reich kämpfen. Es macht sicher auch sehr viel Spaß. Das werden wir dann alles sehen. Und ja. Aber die Videos werden auch richtig gut geschaut schon. Also es lohnt sich, so ein Projekt mitzumachen. Ja, ich habe keine Smaragde. Das ist blöd. Dann werden wir hier ein paar Bücherregale abbauen. Wir brauchen die Bücher später. Sorry, aber der Lesestoff brauche ich. Da wir hier sowieso in der Mining-Welt sind, können wir das getrost abbauen. Hier müssten wir nichts züchten, keine Siedlung bauen. Okay, eine Schmiede gibt es nicht. Schade. Aber wir können hier noch ein bisschen Weizen mitnehmen, haben sogar noch Platz. So, das ist noch reif.